Moin, liebe Top-Familie und liebe Fußballfreunde draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, herzlich willkommen hier zum 31. Spieltag hier der dritten Liga. Ja, nach diesem Spieltag noch 7. Ja, genau, noch 7. Muss hier gerade noch mal kurz rechnen. Und dann ist auch schon die Saison vorbei. Es sind hier nur noch wenige Wochen. Jetzt kommt wirklich so diese entscheidende Phase. Wer kann jetzt die Nerven bewahren? Wer bewahrt in dem Sinne auch die Nerven im Aufstiegskampf, im Abstiegskampf? Wer kann sich durchsetzen? Wer hält die Klasse? Wer steigt auf? Das wird hier natürlich sehr, sehr interessant. Viele interessante Konstellationen haben wir. Von daher, ich bin auch wie immer auf eure Meinung gespannt. Deswegen, lasst vorab sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vor allem schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Freue ich mich wie immer sehr darauf, die zu lesen. Bevor wir tippen, gehen wir auf den letzten Spieltag ein und sehen Folgendes. 31 Punkte habe ich geholt, ist okay, zumindest mehr als den Spieltag davor. Ein Punkt geholt bei Mannheim-Bielefeld. Bielefeld hat verloren, das wird sehr, sehr heikel. Lübeck hat doch nicht gewonnen, wie ich. Nee, ich habe auf Regensburg getippt. So, ich habe auf Regensburg getippt und Lübeck hat aber gewonnen. Regensburg, genau so ein Trauerfall in dem Sinne. Aue hat aber gegen Viktoria Köln gewonnen, 10 Punkte. Dann 0 Punkte bei Dresden-Ulm. Waren leider doch ein Unentschieden. Ich habe gesagt, ich gehe auf den Sieg, aber ich habe gesagt, aber es kann auch ein Unentschieden sein. Aber Dresden wird nicht gewinnen. Ich lag zumindest damit richtig. Münster hat in München gewonnen. Duisburg hat gewonnen gegen Saarbrücken. Sehr überraschend, gerade weil ja jetzt auch Saarbrücken im Pokal weitergekommen ist. Da kommt im Übrigen jetzt ja auch bald die Prognose, deswegen stay tuned. Dann unentschieden zwischen Halle und Freiburg. RW Essen, also Rot-Weiß Essen, hat gewonnen gegen Dortmund 2. Sehr hoch, 4-0, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe das Spiel Sandhausen und Daching richtig getippt und einen Punkt geholt noch, weil Fair das eine Tor gemacht hat, aber Ingolstadt eben nicht die 3, wie ich getippt habe. Ja, gesamter Punktestand wird bald aktualisiert. Wir haben jetzt, für euch natürlich auch heute, wir haben den 26. Das bedeutet, dass in 2 Wochen und einem Tag am 10. gespielt wird. Das bedeutet, dass wir ab am 16., das heißt in 3 Wochen, dann einen Punktestand haben. Am 16. April haben wir hoffentlich einen Punktestand, wie es insgesamt bei mir steht. Und können dann darauf auch richtig eingehen. Außer natürlich, es wird ein Spiel wieder wiederholt, was wir jetzt mal nicht hoffen. Also, ich bin auf eure Tipps wie immer gespannt und deswegen würde ich sagen, beginnen wir doch mit dem ersten Spiel, das da heißt Dortmund 2 gegen Mannheim. Sehr, sehr interessantes Spiel. Muss hier noch mal kurz Sachen öffnen. Zack, zack und zack. Und dann sehen wir Folgendes. Also Dortmund 2 hat jetzt ja zuletzt eben verloren in Essen 4-0. Mannheim hat gewonnen gegen Bielefeld. Das war auf jeden Fall auch sehr stark. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 3-1 Erfolg für Dortmund 2, die zu dem Zeitpunkt ja auch sehr, sehr stark waren, ja auch sehr lange in der Rückrunde. Aktuell lässt man so ein bisschen nach, finde ich. Mannheim hat sich die letzten Spiele extremst gesteigert. Wirklich extremst gesteigert. Man hat in der Rückrunde insgesamt 14 Punkte geholt. Klar, das ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber man hat sich gesteigert insgesamt. Und das ist natürlich eben auch wichtig zu sehen. Also, wie gehen wir hier ran? Vor allem, man muss auch sagen, in der Hinrunde haben sie nur 17 Punkte geholt. Und jetzt, wie gesagt, in der Rückrunde hat Mannheim 14 geholt. Also, die müssten jetzt theoretisch nur gewinnen. Und dann haben sie genau schon so viele Punkte geholt wie in der Hinrunde. Das Ding ist, wie gesagt, dass Mannheim die letzten Spiele gut gespielt hat und Dortmund 2 aktuell so ein bisschen nachlässt. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Boah, schwer zu sagen. Jetzt habe ich hier gerade was weggemacht. Ist jemand irgendwie gesperrt von einem dieser Vereine?
Grabstein ist von Mannheim gesperrt. Ansonsten eigentlich alles wie beim Alten in dem Sinne. Boah. Also ich glaube nicht, das ist erstmal schon mal so ein Call von mir. Ich glaube nicht, dass Dortmund 2 gewinnt. Es ist ein 50-50 gerade für mich zwischen einem Unentschieden und einem Sieg Mannheim. Wenn wir nochmal kurz nur darauf schauen, Mannheim hat jetzt zuletzt, wie gesagt, 1-0 gegen Bielefeld, davor 2-2 gegen Viktoria Köln, davor 3-1 gegen Regensburg, davor 1-0 gegen Freiburg 2 verloren, davor 2-0 gegen Saarbrücken verloren. Man hat sich aber trotzdem gesteigert. Boah, Unentschieden oder Sieg Mannheim. Das ist gerade wirklich so ein 50-50. Und ich tendiere zu einem Unentschieden und ich sage 1-1. Im Übrigen, alle Spiele, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich gucke mal hier kurz auf der anderen Seite, weil das hier besser und übersichtlicher dann doch ist. Fast alle Spiele finden am Samstag statt, nur drei, wie sonst auch, eben am Sonntag. Weil ja jetzt ja Karfreitag ist und jetzt ist ja das Osterwochenende. Deswegen. Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel. Das da heißt. Ach, ich hasse es. Unterhaching-Ingolstadt. Ich muss hier nochmal gucken. Eine andere Seite oder das Umstellen hier nochmal. Das regt mich jedes Mal auf, wenn das so runtergeht. Unterhaching-Ingolstadt. Ingolstadt, sehr schwach in der Rückrunde. Wirklich. Also ich bin sehr, sehr enttäuscht von denen. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet. Rückrunde hat man gerade mal nur 10 Punkte geholt. 2 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Unterhaching 15 Punkte geholt. 5 Siege, 0 Niederlagen, 5 Niederlagen. Also genau ausgeglichen. Wenn wir mal kurz auf die Heimtabelle schauen und wo Unterhaching steht, sehen wir Folgendes. Unterhaching ist die drittbeste Mannschaft. 30 Punkte hat man zu Hause geholt. Auswärts Ingolstadt steht auf Platz 10. Also in dem Sinne wirklich genau die Mitte. 7 Niederlagen auswärts, 4-4 davor. Und Unterhaching 9-3-3. Also zu Hause ist man stark. Jetzt ist da eben natürlich eben so die Sache. Inwiefern geht man jetzt hier mit Statistiken und mit einem Bauchgefühl? Ja, ich habe die letzte Mal auch immer auf Ingolstadt getippt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt immer so irgendwie großen Fehler ist. Nur das Ding ist, Ingolstadt muss jetzt auch mal wieder gewinnen. Also ich sag mal, die sind jetzt noch nicht in dem Sinne in einem Bereich, wo sie irgendwie gezwungen sind zu gewinnen. Man hat 41 Punkte und man hat theoretisch auch 10 Punkte Vorsprung auf einen theoretischen Abstiegsplatz. Aber es wird heikel trotzdem, gerade wenn man jetzt eben dann so viele Spiele auch eben verliert. Unterhaching hat aber, wie gesagt, 9 Siege zu Hause und dann 3-3. Also das ist eine starke Statistik für eben Spiele, die man zu Hause bestreitet. Rein theoretisch müssen wir hier auf Unterhaching gehen. Ich mache es jetzt auch, gehe aber auch nur in Anführungszeichen auf 2-1. Kommen wir zur nächsten Begegnung, die da heißt Regensburg gegen Halle. Regensburg müsst ihr auch nicht drüber reden, aber machen wir trotzdem in dem Sinne. In der Rückrunde von insgesamt möglichen 33 Punkten hat Regensburg geholt 12. Damit belegt man Platz 15 in der Rückrunde. Nur mal kurz zum Vergleich. Dresden nur 11. Nur 2 Punkte mehr geholt, 14. Nur mal ganz kurz. Absolut katastrophale Rückrunde. Wirklich, in der Hinrunde stark gespielt. Wirklich stark gespielt. Da hast du wirklich von insgesamt 57 möglichen Punkten 42 geholt. Überleg mal, 42 Punkte geholt von möglichen 57. Ich finde, das ist eine starke Statistik. Die hätten, ich sag's mal so, wie es ist, hätte man so dieses Niveau gehalten, hätte man vielleicht sogar am Ende so um die 80 Punkte geholt. Sage ich jetzt einfach mal. So 70 bis 80 Punkte. So wie man spielt, wird es schwer mit dem Aufstieg. Man ist aktuell nur auf Platz 3 und man ist abgerutscht. Man war Zweiter, wenn nicht sogar Erster ja in dem Sinne, aber ja. Das kommt eben davon. Auf der anderen Seite sprechen wir von Halle. Halle steckt im Abstiegskampf und Halle ist natürlich aber auch eine Mannschaft, die unberechenbar ist. Halle hat jetzt zuletzt, gucken wir mal eben kurz drauf,
hat jetzt am letzten Spieltag 2:2 gespielt gegen Freiburg 2. Gegen einen Kandidaten auch eben da unten. Regensburg spielt nicht gut. Also für mich ist das hier, und das sage ich so, wie es ist, entweder ein Unentschieden-Spiel oder ein knapper Sieg über Regensburg. Ich glaube nicht, dass Halle hier gewinnt. Sagt mir mein Gefühl zumindest. Da sind die mir nicht unberechenbar genug, wie zum Beispiel eben ein Rot-Weiß-Essen als Beispiel mal eben kurz. Die finde ich eher irgendwie überraschend auf einmal. Ah. Ich werde hier auf Regensburg gehen, aber wirklich knapp. Ich sage wirklich 1:0. Ich sage nur 1:0. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir sprechen über diese Mannschaft, über diese eine Mannschaft, über die alle in Deutschland reden. SSV Ulm, Platz 1. Ulm ist auf Platz 1. Ist es das eingetreten? Möchte ich trotzdem mal eben kurz sagen. Es ist das eingetreten, aber das war ja schon der Spieltag davor, ja, muss man ja auch noch mal kurz sagen. Am 29. Spieltag, weiß ich noch, habe ich gesagt im Tippspiel, Ulm wird gewinnen gegen Sandhausen. Ist passiert. Und gleichzeitig werden Regensburg und Dresden Punkte liegen lassen. Dresden hat zwar gewonnen, Regensburg unentschieden gespielt. Und dadurch wird Ulm auf Platz 1 springen. Es ist passiert. Und ich hoffe sehr, die halten dieses Niveau. Man spielt jetzt gegen Aue. Aue, die jetzt eben zuletzt auch eben 2:1 gegen Viktoria Köln gewonnen haben. So. Tabellarisch sieht es bei Aue so aus, man ist aktuell auf Platz 9 mit 45 Punkten. Man kann nach oben, man kann auch knapp nach unten schauen, aber nicht so sehr nach unten. Das ist auch relativ eng alles so beieinander. Man möchte aber die Saison trotzdem insgesamt gut beenden natürlich. Man möchte eben das Bestmögliche rausholen. Ulm immer noch in diesem Kalenderjahr ungeschlagen. Immer noch ungeschlagen. Und ich hoffe, die halten das natürlich. Zu Hause ist Ulm auf Platz 7. Man hat 8 Siege geholt, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen nur. 24:13 Tore, also 8:4:2. Aue auswärts, 3:7:5. 7-mal Unentschieden, 5-mal verloren. Also leid es mir tut für Aue. Ich sage, Ulm wird dieses Spiel gewinnen und zwar mit 2:0. Ich hau hier einen raus. Ich bin Ulm-Fan, ich freue mich vor Ulm und ich hoffe, die steigen auf. Wer auch noch Chancen hat, aufzusteigen, und da sprechen wir über das nächste Spiel, ist Münster. Und die spielen man kann sagen, eigentlich im Topspiel. Es ist zeitlich gesehen jetzt nicht das Topspiel, aber das ist eigentlich das Topspiel jetzt an diesem Spieltag. Die spielen zu Hause gegen Dresden. Das wird ein Spektakel geben, sage ich, Freunde. Das wird was für uns Fußballfans. In der Hinrunde war das im Übrigen ein 1:0 Sieg für Dresden. Münster war dann noch so, wir gucken mal. Wenn wir mal kurz auf die Rückrundentabelle schauen. 11 Spiele hat Münster bestritten. 8 Siege, 3 Unentschieden. 23 Tore gemacht, 12 Gegentore, 27 von 33 möglichen Punkten geholt. Das ist eine absolut krasse Statistik. Eine absolut kranke, krasse Statistik. Man spielt zu Hause. Und zu Hause ist Münster auf Platz 4. 8 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage nur. Auswärts Dresden auf Platz 5. 7 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen. Das heißt, wir sprechen hier gerade natürlich in dem Sinne über einen krassen Favoriten und das ist für mich Münster. Münster spielt für mich zu Hause stark. Dresden hat 7-mal auswärts verloren, was wir aber auch schon ja die letzten Spiele mal festgestellt haben. Dresden spielt gut zu Hause, aber auswärts eher schwach. Gerade wenn Regensburg jetzt gewinnt und Münster auch gewinnt jetzt an diesem Spieltag, wird es für Dresden ganz, ganz heikel und Markus anfangen, weil man will natürlich aufsteigen, man hatte immer gute Chancen, aber man hat jetzt auch immer nicht die letzten Spiele immer so performt, wie man es sich natürlich eben erwünscht. Klar, 0-0 nur gegen Ulm, jetzt spielt man in Münster und auswärts tut sich Dresden extremst schwer. Deswegen sage ich, wird Münster mit 3:2 gewinnen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das da heißt Saarbrücken gegen Rot-Weiß Essen. Eine unberechenbare Mannschaft hier, dieses Rot-Weiß Essen. Die sind unberechenbar. Saarbrücken im Pokal weitergekommen. Freut mich sehr für Saarbrücken.
wie gesagt, also gegen Gladbach stark weitergekommen. Das ist eine Mannschaft, die kämpft, aber in der Liga dann jetzt auch eben zuletzt verloren haben, tatsächlich direkt danach, haben dann 2-0 in Duisburg verloren, Rot-Weiß Essen jetzt eben zuletzt 4-0 gegen Dortmund 2 gewonnen. Das ist natürlich eine Hausnummer. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 2-1-Sieg für Rot-Weiß Essen. So, Rot-Weiß Essen darf man auch noch nicht ganz abschreiben vom Abstiegskampf. Klar, 47 Punkte, ein möglicher Aufstiegskampf sind, Platz sind aktuell 7 Punkte entfernt. Aber die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit ist da. Man kämpft, man will, man hofft und ich bin gespannt darauf. Saarbrücken zu Hause, gucken wir mal kurz drauf, ist auf Platz 10. 6, 9, 4. Essen auswärts, 5, 2, 4. Also wir haben eins gleich, nämlich die 4 Niederlagen. Saarbrücken 6 Siege zu Hause. Und Essen 5 Siege auswärts. Die Unentschieden bei Saarbrücken überwiegend zu Hause, während Essen aber eher entweder gewinnt oder eher fast verliert in dem Sinne auswärts. Es war jetzt Länderspielpause, oder in dem Sinne ja auch diese Pause. Man spielt ja jetzt nicht, oder man hat jetzt ja letztes Wochenende ja eben nicht ja gespielt. Und dadurch hatte man Pause. Und ich denke, dass dadurch Saarbrücken sich auch nochmal so ein bisschen berappelt hat und in dem Sinne gut spielen wird zu Hause, wenn auch knapp, aber ich tippe ein 2-1 Erfolg für Saarbrücken. Kommen wir zur nächsten Partie, die auch noch am Samstag stattfindet, nämlich Freiburg 2 gegen 1860. Hier, mein 1860 in dem Sinne. Also, ich hoffe sehr, dass 1860 noch das Bestmögliche rausholt und dass sie nicht noch unten reinrutschen. Man hat aktuell 38 Punkte, nur 7 Punkte von dem möglichen Platz eben, Absteigerplatz eben entfernt. Freiburg 2, 20 Punkte. Also allein da schon liegen 38 Punkte zwischen, 38, 18 Punkte zwischen, 38. Wegen 38 Punkten von München, nee, 18 Punkte liegen zwischen den beiden. Für Freiburg 2 wird es sehr, sehr schwer, diese Klasse zu halten. Da sind wir uns, glaube ich, schon einig, dass es schon fast feststeht, eben, dass sie auch absteigen werden, weil es ja auch 12 Punkte eben sind auf einen Nicht-Abstiegsplatz aktuell. Ich hoffe, 1860 München gewinnt. Klar, natürlich muss man eben darüber sprechen, dass eben Frey oder auch eben Glück gesperrt sind, eben jetzt fürs nächste Spiel. Ich denke aber trotzdem, dass man das insgesamt kompensieren kann und dass man knapp in Freiburg 2 gewinnt mit 1-2. Kommen wir zur nächsten Begegnung, die da heißt Viktoria Köln gegen Lübeck. Hier habe ich eine ganz klare Meinung schon, so wie für mich das Spiel ausgeht. Viktoria Köln. Aktuell steht Viktoria Köln auf Platz 13, Lübeck auf Platz 19. Auch zwischen den beiden Mannschaften liegen aktuell 12 Punkte, nee, 13 Punkte. Ich bin gespannt, wie beide noch abschneiden werden. Lübeck spielt natürlich eben gegen den Abstieg, um den Abstieg, gegen den Abstieg, gegen, nicht um, gegen den Abstieg. Die wollen natürlich noch alles geben. Ich habe ja auf die auch ja eben zuletzt getippt. War doch jetzt am letzten Spieltag, oder? Genau. Nee, ich hab auf Regensburg getippt und Lübeck hat aber gewonnen, genau so. Mein Gott, ich bringe ja das schon durcheinander. Also man wahrt natürlich die Chancen, dass man sich vielleicht noch halten kann. Wird natürlich trotzdem schwer, weil du mit Viktoria Köln eine Mannschaft hast, die auch eben unberechenbar spielt. Viktoria Köln spielt zu Hause, haben zu Hause 25 Punkte geholt, 7-4-4, auswärts Lübeck 2-4-9. Ich denke, dass diese 4 überwiegt und ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ich sage, das wird ein 1-1. Kommen wir zur vorletzten Begegnung. Habe ich auch eine ganz klare Meinung zu, nämlich Ferl gegen Sandhausen. Ferl steht aktuell auf Platz 12, 41 Punkte. Sandhausen auf Platz 5, 48 Punkte. Also theoretisch nur 7 Punkte entfernt.
Und 10 Punkte ist Verl von einem möglichen Abstiegsplatz entfernt. Also es kann nach oben, es kann nach unten gehen. Die Punkte, wie gesagt, sind ja relativ knapp. In der Hinrunde war das ein 2-2. Ich glaube nicht, dass das ein unentschieden Spiel diesmal wird. Zumal man auch sagen muss, in der Hinrunde war Sandhausen deutlich schwächer, als wie sie jetzt die letzten Spiele drauf sind. Klar, man hat jetzt eben gegen Unterhaching nur in Anführungszeichen 1-0 gewonnen. Davor hat man 2-0 aber in Ulm verloren. Davor 1-0 gegen Freiburg 2. Und Freiburg 2 will ich jetzt nicht unbedingt mit Verl vergleichen. Ich glaube, dass das schon ein turbulentes Spiel wird. Aber mit dem glücklicheren Ende für Sandhausen, die, und ich riskiere jetzt hier einen gewissen Tipp, die 1-4 gewinnen werden. Ich hau jetzt mal einen raus. An jedem Spieltag hau ich in irgendeinem Spiel random immer einen raus. Falls ihr euch fragt, was es in der zweiten Bundesliga war, checkt das Video aus. Und dann kommen wir zur letzten Begegnung und das... Oh, das wird ganz, ganz unangenehm, dieses Spiel werden. Bielefeld gegen Duisburg. Duisburg, die letzten Spiele, eigentlich okay. Gucken wir mal kurz drauf. Duisburg hat jetzt am letzten Spieltag 2-0 gegen Saarbrücken gewonnen. Davor 1-0 gegen Unterhaching verloren leider. Davor 2-1 gegen Dortmund 2. Davor 3-1 in Münster verloren. Davor 1-0 gegen Viktoria Köln. Davor 1-3 in Verl gewonnen. Und davor, nennen wir nur noch mal das Spiel, 0-1 gegen Regensburg verloren. Gehen wir mal die Spiele von Bielefeld durch. 1-0 in Mannheim verloren. Davor 2-0 in Dortmund gewonnen. Davor 0-0 gegen Verl. Davor 1-1 gegen Saarbrücken. Davor 1-2 gegen Unterhaching verloren. Davor 3-0 in Freiburg gewonnen. Davor 0-2 gegen Viktoria Köln verloren. Wenn wir uns mal kurz die Rückrundentabelle anschauen, sehen wir Folgendes. Duisburg steht auf Platz 8, hat 16 Punkte geholt von 33. Starke Quote. Ist eine starke Quote. Schlechteste Rückrundenmannschaft mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen ist Bielefeld. Bielefeld hat extremst Probleme. Bielefeld wird noch nach unten rutschen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mannheim hat 31 Punkte. Halle 32 und dann kommt Bielefeld mit 33. Also wenn Halle jetzt gewinnen sollte an diesem Spieltag, gehen wir jetzt mal kurz davon aus, gegen Regensburg. Ist jetzt natürlich nicht unmöglich, aber jetzt nur mal so. Mannheim hat gute Chance, gegen Dortmund 2 zu gewinnen, genauso. Egal wie es aber ausgeht und ob meine Tipps hinkommen oder nicht, aber eins ist meine Prognose. So leid es mir tut. Ich glaube, dass es sehr, sehr brenzlig wird und ich gehe ein bisschen davon aus, dass Bielefeld am Ende dieser Saison in der vierten Liga spielt. Ich glaube, Bielefeld wird absteigen, sagt mir so ein bisschen mein Gefühl, so wie die letzten Spiele laufen. Da ist sehr viel Unruhe, Mannschaft, Fans, da ist kein Zusammenhalt irgendwie mehr. Klar, kann man verstehen, dass da auch ein Frust ist, aber du hältst trotzdem als Team zusammen. Bielefeld wird mit 0-2 verlieren, ist meine Prognose jedenfalls. Ja, meine Lieben, das waren jetzt meine Tipps hier. Meine Worte zum 31. Spieltag und so sieht für mich hier die Tabelle aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den nächsten Spieltag. Ich freue mich sehr auf den nächsten Spieltag. Ihr seht, was sich verändert hat. Mal gucken, ob Preußen Münster es gegen Dresden schafft und ob Preußen Münster dann auch Dresden überholt. Möglich ist es. Von daher, meine Lieben, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in einer Woche. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und mir wird nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Topfamilie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.